Schon vor 2 Jahren haben die Musiker von Pink Floyd ihre Neuauflage des Albums Animals fertiggestellt. Doch dann kam es zum Streit wegen der Sleeve Notes. Um das zu umgehen, kündigte Roger Waters vor kurzem an, das Album auch ohne Sleeve Notes zu veröffentlichen. Und auch privat ging er einen großen Schritt, der britische Musiker hat mit 78 Jahren zum 5. Mal geheiratet, seine Partnerin Tamila. Auf Instagram schrieb er unter seiner Hochzeitsfotos: "Ich bin so glücklich, endlich jemand, mit dem ich zusammenbleiben möchte." In einem Interview mit InfoBlam machte er seine Beziehung vor 3 Jahren publik und erklärte: "Liebe ist gut, ganz selbstverständlich. Sie erfordert Reife. Wenn man wahre Liebe hat, wird sie sicherlich lange anhalten. Denn bei der Liebe geht es um Geben, nicht um Nehmen." Auf Twitter schrieb er im Sommer zu dem neuen Album seiner Band: "Ein Hinweis von Roger Waters an Pink Floyd Fans. Da David Gilmour mir die Rechte entzogen hat, über die Pink Floyd Facebook-Seite mit 30 Millionen Abonnenten zu posten, teile ich meine Ankündigung heute über diesen Weg und in der Gänze auf rogerwaters.com." Und weiter: "Gilmour hat sein Veto für den Release des Albums eingelegt, bis die Sleeve Notes wieder entfernt werden. Er hat die Richtigkeit der Notes nicht angefochten, will jedoch, dass die Geschichte hinter dem Album geheim bleibt. Dies ist nur ein kleiner Teil der laufenden Kampagne von Gilmour und Samson, mehr Anspruch auf die Werke Pink Floyds von 1967 bis 1985 zu erheben, als Dave tatsächlich geleistet hat."